Hier sehen Sie die Medaillons vom vogtländischen Hirsch mit etwas Meersalz. Wichtig ist beim Hirsch, dass Sie achten auf die Struktur, wie er durchwachsen ist, die Farbe. Ich habe einen Medaillon, 60 Gramm gerechnet, also pro Portion sind es dann 180 Gramm. Zur Zubereitung geben wir etwas Olivenöl in die Pfanne. Wichtig für Hirsch sind Kräuter. Habe ich frischen Rosmarin, Thymian, Knoblauch und Wacholder. Den habe ich mit dem Mörser klein gestoßen. Wir geben nun ein, zwei Rosmarin. Die drücke ich einmal mit der Handfläche an. So entfaltet er sein Aroma. Und gebe diesen mit in unser Olivenöl. Dann gebe ich zu unseren Medaillons die gemahlenen Wacholderbeeren. Wacholder ist ganz wichtig für Wild, für den Geschmack. Ich gebe diese nun in unsere heiße Pfanne. Unsere Medaillons braten wir nicht in der Pfanne durch, sondern ich habe unseren Ofen auf 75 Grad vorgeheizt. So können die Medaillons noch einmal ruhen und werden dadurch schön saftig. Wenn Sie das zu Hause zubereiten, können Sie auch die Medaillons anbraten und tun dann einen Deckel drauf oder eine andere Pfanne, dass die Steaks noch mal ruhen und ihren Geschmack entfalten. Den Rosmarin durch den Knoblauch, das zieht alles in das Fleisch ein. Unsere Medaillons sind jetzt innen schön rosa und kommen noch mal für 5 bis 6 Minuten in den vorgeheizten Ofen bei 70 bis 80 Grad. Nehmen wir unsere hausgemachten Haselnussspätzle, nehmen unsere Medaillons, die wunderbar sind. Nehmen unsere Rotweinschalotten. Sie sehen, die Soße ist jetzt schön sämig. Geben ein wenig von unserer Soße. Geben nun unsere karamellisierten Cocktailtomaten dazu. Und als Beilage reichen wir Preiselbeeren mit einer Orangenscheibe und Physalis. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de